Kollektiv Sonic wurde, schätze ich mal, Mitte bis Ende des Jahres 2016 entstanden. Die Idee war einfach, Musiker aus verschiedenen Kulturen einzuladen für eine intensive Arbeitsphase mit Anblick auf Live-Konzerte. Ich dachte, wenn man sowas anfängt, dann weiß man ja nicht, ob naja, wo das hinführt, ob das funktioniert. Aber spätestens nach dem ersten Projekt war das klar. Wir sind ein gutes Team. Das hat sich dann auch bewährt. Die Projekte sich auszudenken, ist der einfachste Part. Und dieses Mal fokussieren wir auf die Musik Afrikas. Ramesh hatte die Kontakte zu all den Tätern und Musa Sissoko. Und ja, wir haben uns auf seinen Rat verlassen, die beiden einzuladen. Und jetzt sind sie hier und es funktioniert auch wunderbar. Die Stücke sind gemischt. Das Material kommt von allen. Zum Beispiel Songs von Musa, Stücke von Ali Keita und Christina und Yari haben speziell für diese Situation so Skizzen ausgedacht und wir haben dann Stücke zusammengeführt in der letzten Zeit. Ja, also mein Name ist Ali Keita, ich komme aus Elfenbeinküste und jetzt ich wohne in Berlin. Und ich spiele diese Balafon, also die afrikanische Xylophon. Und diese Balafon ist wie für mich mein zweiter Bruder, weil wir sind hier ja immer zusammen. Ja, genau. Ja. Ja, mein Instrument heißt Dekora, kommt aus Westafrika. Mein Vater hat das gespielt. Meine Opa, meine Mutter, meine Oma hat gesungen. Ich bin 41 Generation. Also für mich ist jedes Mal offensichtlich, wie einfach es ist, durch Musik Kulturen zu verbinden. Manchmal wir reden was, wir haben nie so richtig verstanden, aber wenn wir fangen an, wir wissen genau, was jemand wollte sagen. Es kann hier passieren, dass einfach einer anfängt, einen Rhythmus zu spielen und die anderen steigen darauf ein, weil ein Rhythmus ist einfach ein Rhythmus. Den versteht man überall auf der Welt. Oh, für mich mit diesen drei Leuten, der Jerry, really, ja, das ist für mich echt mit dem Englisch, aber das ist super, ich mag gerne. Das macht für mich auch meinen Kopf auch offen für eine andere Richtung. Hat mich die Infos, die Kulturen, das, was man hört, wie man arbeitet. Da ist Sonic eine perfekte Spielwiese für 5 Musiker. Jetzt waren wir gezwungenermaßen etwas zackig, weil wir haben ehrlich nicht damit gerechnet, dass das nicht stattfindet. Aber diesmal war ganz plötzlich dann die Info gekommen vom Stadtgarten, dass es doch losgeht. Und innerhalb einer Woche müssten wir alles klären. Tickets buchen, Hotel und ganz schnell die Stücke einstudieren. Ich würde sagen, diese 3 Probentage ist absolut das Minimum, weil es ist ja normalerweise so, also man hat etwa 11 bis 12 Stücke, die eben von allen Beteiligten kommen. Das heißt, für jeden sind da mindestens 8 Sachen dabei, die neu sind. Wir haben keine Zeit zum Proben, aber trotzdem haben wir schöne Sachen gemacht. Nach 3 Monaten für die Corona-Zeit, ich glaube, wir sind die erste Band, die dürfen spielen. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter hält, weil wir ja draußen spielen. Ja, und freuen uns also sehr. Ich habe die Ehre für morgen. Dankeschön.